Im Geschichten erzählen habe ich mich selber verloren. Natürlich auch, weil ich öfters in die Täter- oder Opferrolle nicht reinrutschen wollte, aber sie so erzählen wollte, um zu zeigen, dass ich dafür auch Verständnis habe. Zum Beispiel wollte ich auch öfters zeigen, wieso man trotz der Behauptung oder ausführen, wieso man trotz der Behauptung, die Ukraine sei nationalistischer und die Russen seien sozialer, kommunistischer, wie man es auch immer ausdrücken sollte, wieso es trotzdem richtiger wäre, für die Ukraine einzustehen. Ich habe mich mit unterschiedlichen Dingen unterschiedlich viel befasst, deshalb, ja, ich kam damals in meiner eigenen Lebensrolle, aber auch noch nicht in eine Psychiatrie, wollte aber dahin, um dann in ein gesicherteres Leben, weil ich mir bei vielen zu unsicher bin, in echt reinrutschen. Ich wäre auf keinen Fall sadistisch oder so, zum Beispiel in echt. In echt bin ich eine oftmals ganz andere Person, als ich erzählt habe, weil ich halt auch viel einfach nur erläutern wollte, aber natürlich nicht immer so viel drumherum erzählen wollte, ja. So war das für mich.